Ich war mit 20 Jahren die jüngste Weltmeisterin. Man muss einfach an sich selber glauben und sich nicht von anderen Leuten abbringen lassen, die sagen, hey, das schaffst du nicht. Warum schaffst du das nicht? Herzlich willkommen bei Calvin Blessing über Sie, der Segen in deinem Leben. Heute habe ich wieder einen Special Guest bei mir. Stell dich mal einfach selbst vor, wer bist du, was machst du aktuell und woher kommst du? Mein Name ist Christina Hammer. Ich bin Profi-Boxerin und ich war 8 Jahre lang ungeschlagene Weltmeisterin von 2 der größten Verbänden. Und ich habe Sportwissenschaft studiert und jetzt mache ich sehr, sehr viel im Coaching-Bereich. Und hier im Gym gebe ich immer Frauen-Boxkurse, um mein Wissen und mein Können weiterzugeben. Wir sitzen hier gerade in Dortmund im Alpha-Team und ja, ich freue mich sehr, dass wir heute ein Interview haben. Es freut mich, dass du da bist. Christine, auf jeden Fall. Was für eine Kindheit hattest du und woher kommst du aus deiner Kindheit? Ich muss dazu sagen, ich bin in Kasachstan geboren. Ich bin mit 1 Jahr nach Deutschland gekommen, also als Baby. Ich bin in der Nähe von Kassel in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen. Ja, ich habe eigentlich eine gute Kindheit gehabt. Ich habe sehr viel Sport immer gemacht. Bei meinen Eltern war das wichtig, dass wir nicht auf der Straße rumhängen, sondern dass wir sportlich was erreichen, was machen, unsere Energie rauslassen. Ja, mit 18 bin ich dann ausgezogen. Ich bin nach Dortmund gegangen, um da meinen Profisport zu verwirklichen und habe halt All-in-Karte gesetzt und habe einfach meine Koffer gepackt und bin nach Dortmund gegangen. So, für mich war das erstmal so Schock, weil ich komme vom Dorf in die große Stadt. Das war schon eine große Herausforderung für mich, auch so Abstand von meinen Eltern zu kriegen, so alleine zu sein, alleine Rechnungen zu zahlen. War schon was Besonderes. Sehr interessant, sehr, sehr interessant. Du hast ja mit dem Alter von 13 Jahren, hast du mir vorher geschickt, mit 13 Jahren angefangen mit Boxen. Wie waren deine Anfänge als Frau und wie ist es schwer, als Frau Boxprofi zu werden? Ja, es ist schon schwer, weil du brauchst einen besonderen Willen, du brauchst einen besonderen Ehrgeiz. Ich habe immer meine komplette Karriere nur mit Männern trainiert. Ich muss mich immer unter den Männern beweisen, so dass du auch Respekt kriegst. Und beim Boxen kriegst du nicht Respekt, indem du irgendwelche tollen Töne an den Tag legst, sondern du musst zeigen, was du drauf hast. Und das hat mir beim Boxen gefallen. Dass Taten sprechen für sich, deine Leistung spricht für dich. Ich war immer schon groß und ein bisschen schwerer als alle anderen Frauen oder Mädchen in dem Fall. Ich habe diese Competition einfach geliebt. Bis heute mag ich dieses 1 gegen 1, wer stärker, du oder ich. Und das hat mich am Boxen fasziniert. Okay, interessant. Interessant. Was für einen Einfluss hatten deine Eltern auf deine Boxkarriere? Haben dich supportet oder dachten sie, oh mein Gott, meine Tochter macht Boxen? Das ist nicht so dieses Ladylike, würden wir behaupten, heutzutage in dieser Gesellschaft, in der wir leben. Was sagen deine Eltern dazu? Natürlich ist es kein gewöhnlicher Frauensport. Meine Mutter hat mich auch einmal versucht, zum Ballett zu schicken, weil die gesagt hat, nee, ist besser, gesünder, wenn mein Mädchen irgendwie tanzt oder sonst was. Aber ich habe mich davon nie abbringen lassen und für mich war Boxen immer so faszinierend, wie man im Ring so stark sein kann, dass man den Gegner beherrscht. Dass du ihn so unter Kontrolle hast und dass du auch dein Mindset so stärkst, dass du sagst, okay, heute gehe ich rein, ich zeige, was ich drauf habe und ich leuchte weiter, als alle gucken können. So. Und das hat mich immer gepusht, dass ich ja, was erreichen kann, dass ich so meinen Körper so formen kann, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe halt nie Angst gehabt, das war mein großer Bonus. Und meine Eltern haben mich halt immer schon unterstützt und ja, die haben nie gesagt, mach das nicht. Und dafür bin ich voll dankbar, weil ich denke, viele Mütter würden ihren Töchtern sagen, so nee, geh nicht zum Boxen, das ist nicht cool. Auch unter den Männern zu trainieren ist nicht cool. Deswegen möchte ich das einfach so ein bisschen ja, weitergeben, dass man auch unter Frauen viel lernen kann, dass du dein Selbstbewusstsein stärken kannst, weil Boxen hat mir extrem viel gegeben. Durch den Boxen kriegt man auch ein sehr, sehr stabiles Mindset, würdest du sogar behaupten. Aber jetzt um deinen Werdegang mit Boxen. Wie war dein Boxwerdegang an sich? Wo warst du alles? Wie kann man sich als Zuschauer so vorstellen? So, ist es so wie bei Fußball, dass man Verein zu Verein wechselt? Oder wie ist es beim Boxen? Boah, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Beim Boxen hast du halt Promoter, die die Kämpfe organisieren für dich, die Veranstaltungen planen. Und dann gibt es verschiedene ja, Organisationen, wie zum Beispiel Weltverbände, WBO, WBC und so weiter, wo du halt Weltmeister oder Europameister werden kannst. Die Promoter entscheiden, gegen wen du boxst. Auch in der Weltrangliste bist du dann gerankt, kannst dich dann nach oben kämpfen. Sozusagen. Im Boxen ist leider sehr, sehr viel Politik im Spiel. Beim Fußball ist das nicht anders, zu 100%. Aber wie sah damals deine Trainingsroutine aus? Ich habe schon immer sehr, sehr viel trainiert, aber für meine Eltern war immer wichtig, dass ich auch die Schule mache. Das habe ich auch immer parallel durchgezogen, mal mehr, mal weniger gut, aber ich war jeden Tag im Training, auch wenn meine Eltern mich nicht fahren konnten. Ich bin dann teilweise sogar ins Training gejoggt, 10 Kilometer, oder ich bin mit dem Zug gefahren, Bus gefahren, so. Ich habe einen sehr, sehr starken Willen immer gehabt, weil Boxen hat mich geformt. Es hat mir sehr viel Selbstbewusstsein geben, weil ich war immer so ein langer Stock, der schüchtern war und ich habe nie geredet mit irgendwelchen Menschen und Boxen hat mich wirklich schon so fürs Leben auch vorbereitet, weil ich sage immer, ich brauche nur eine Runde im Ring mit dir, dann weiß ich deinen Charakter. Du hast ja Sag nicht, wie ich bin.
Du hast ja Sportwissenschaft studiert. Wie kann man das kombinieren mit Boxen? Sportwissenschaft studieren war jetzt nicht so einfach. Kannst jetzt auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Man muss sich das vorstellen, wenn du jeden Tag 5 Stunden am Tag oder 6 Stunden am Tag trainierst und dann noch dein Essen vorbereiten musst, weil du Gewicht machen musst, auf so viele Komponenten halt achten musst, wenn du kannst nicht feiern gehen, wenn alle feiern gehen, sondern du musst einfach zu Hause bleiben mit deinem Arsch. So, und diese Disziplin aufzubringen, verstehen ganz wenige Leute. Und da trennt sich schon mal dein Freundeskreis. Aber ich habe nie da auf die Rücksicht genommen, sondern ich habe nur auf mich selber geguckt. Und das hilft mir bis heute. Auch im Flugzeug. Du musst dich selber erstmal schützen, bevor du andere schützt. Und das gilt auch für dich selbst so. Erst musst du an dich denken, bevor du an andere denkst. Manchmal muss man ein bisschen egoistischer sein. Und ich bin so froh, dass ich auf meine Mutter gehört habe und mein Studium zu Ende gemacht habe. Weil teilweise war es sehr, sehr hart. So, ich war in Amerika und ich habe da trainiert. Und dann hast du keinen Bock, so eine Hausarbeit zu schreiben über so einen Cooper-Test. Running Cooper-Test. Aber ich musste mich dann noch abends nach dem Training hinsetzen und du denkst dir, boah, ich kann mich gar nicht konzentrieren, ich weiß gar nichts mehr. Aber du musst das abgeben zu dem und dem Zeitpunkt. Und da musst du dich auch ranhalten. Und ich habe halt länger gebraucht als normal, aber ja, heutzutage interessiert es doch eh keinen mehr. Hauptsache, du hast es in der Tasche und kannst das zeigen, dein Diplom. Was für nennenswerte Erfolge hast du eigentlich schon gefeiert, Christina? Was waren so deine Highlights in deiner Karriere? Ja, da gibt es so viele Highlights und ja, ich bin... Ein Highlight, was du niemals vergisst. Also mein Highlight in meiner kompletten Karriere war natürlich, dass ich in Amerika geboxt habe. Ich habe live auf Showtime gekämpft, zur Primetime, Samstagabend, und ich war so einfach der erste Frauenkampf auf Showtime und ich war einfach 8 Jahre lang ungeschlagen. Ich war mit 20 Jahren die jüngste Weltmeisterin. Warst du in Amerika? Ich war immer zwischendurch 3 Monate in New York, dann wieder zurück, dann wieder zum Kämpfen hingefahren, dann wieder zurück. Immer gependelt, weil für mich war wichtig, dass ich meine Familie sehe und dass ich die immer in meinem Rücken habe, weil jeder verlässt dich. Auch seine besten Freunde irgendwann. Meine Familie bleibt immer da und das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass sie am Ring sind, wenn ich kämpfe. Dass, wenn ich rausgehe, ich meine Eltern sehe, egal ob ich verloren oder gewonnen habe, die lieben mich trotzdem. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Was war dein größter Tief in deiner Karriere? Ich denke, diesen Augenblick, als ich mit 20 Jahren Weltmeisterin geworden bin und meine Hand hochgehoben wurde, so in the new champ ist, diesen Moment werde ich nie vergessen. Das ist einfach einzigartig so. Ich habe immer davon geträumt. Keiner hat an mich geglaubt, weil ich komme aus so einem kleinen, mickrigen Dorf und ich habe es einfach so weit geschafft mit meinem Willen. Ich habe nie einen goldenen Löffel im Mund gehabt. Ich bin auch nicht in irgendwelchen krassen Internaten aufgewachsen, sondern ich habe alles durch meine Kraft geschafft. Auch ein bisschen durch Intelligenz. Und das hat mich ganz weit nach vorne gebracht. So. Und in Amerika war natürlich schön, auf Showtime zu boxen. So, alle kannten meinen Namen, Lady Hammer. Aber als ich verloren habe zum ersten Mal, nach einfach 9 Jahren, dann kennt dich auf einmal keiner mehr. Sogar mein eigener Trainer hat mich verkauft. Er kannte mich nicht mehr. Hat mich im Stich gelassen. Sehr viele Leute, Sponsoren so, haben mich einfach hängen lassen, kamen eine Woche nach meinem Kampf und sagen, hey, das Auto zurück, das gesponsert war. Da denkst du auch so, wow, was ist denn hier los? Natürlich habe ich geheult, so. Ich war am Boden, ich dachte mir, mein Leben ist vorbei. Weil du dich nur definierst über Leistung, über Boxen. Für mich war Boxen alles. Dann habe ich gesehen, ey, Boxen ist nicht alles. Das Leben hat so, so, so viel mehr zu bieten, wie nur in den Ring zu gehen und zu kämpfen. Das ist ein kleiner Teil. Und da bin ich zum ersten Mal aufgewacht, dass ich einfach gesehen habe, so, ey, jeder verlässt dich, außer deine Familie. Und mach mehr aus dem, was du kannst. Ich liebe Training, ich liebe auch Sport, Ernährung, alles, was drumherum ist. So, und das einfach weiterzugeben und den Leuten Mehrwert zu geben, da habe ich so voll ein gutes Gefühl bei. Und das mache ich einfach weiter. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Du hast ja gesagt, du warst ja Weltmeisterin. Wie fühlt sich das an, Weltmeisterin zu sein? So, das ist so ein krasses Gefühl, glaube ich. Das kann man sich gar nicht vorstellen als normaler Mensch. Ja, das ist schon wirklich krass auf jeden Fall, wenn du ja durch deine Leistung so viel Erfolg einfach erzielt hast und du einfach mit deinen Gürteln so im Arm rumlaufen kannst. Das ist schon ein mega Gefühl, auch den Respekt von Menschen zu kriegen, diese Anerkennung. Das macht schon sehr, sehr viel Positives in dir. Wie konntest du dann 8 Jahre lang den Titel verteidigen? Ja, das ist oft schon sehr hart gewesen, so, ne? Immer wieder diese Motivation aufzubringen, jede Vorbereitung wieder neu ranzugehen, sich zu motivieren, wieder durchzubeißen, weil einmal den Titel gewinnen ist leichter, als immer die Gejagte zu sein, weil die wollen deinen Platz haben. Du musst dich ranhalten. Du kannst nicht sagen, ah, ich habe Vorteile, weil ich bin Champion. Nee, wenn du einen Schlag kriegst und kriegst du einen Schlag, dann gehst du auch mal schnell runter. Und deswegen, ja, habe ich auch immer wieder so ein bisschen viel Spannung, aber auch mich ein bisschen zurückgenommen und auch meine Zeit für mich selber genommen, auch als Frau, weil ich bin trotzdem noch eine Frau in so einem harten Sport. Man darf das nicht vergessen, was es auch für Konsequenzen für deinen Körper bringt. Aber ich habe halt mega Spaß beim Boxen und mich hat das immer voll frei gemacht, dass ich im Ring das machen kann, worauf ich richtig Bock habe und das zeigen kann, wo ich wirklich Spaß habe. Und das war einfach Leute schlagen für Geld.
Ja, du hast ja geschrieben, Wladimir Klitschko ist dein Vorbild. Wieso? Warum? Wie hat Wladimir Klitschko deine Karriere beeinflusst? Erzähl mir ein bisschen. Ja, weil ich bin in Kasachstan geboren und ja, er ist ja aus der Ukraine. Im Ostblock muss man sich so vorstellen, eigentlich fast jeder kann boxen. Das ist einfach so ein Nationalsport. So wie hier Fußball ist einfach da Boxen. Jeder kann boxen, jeder Opa, die haben alle Skills drauf. Und Wladimir war immer so auch groß, sportlich, smart vor allem, hat auch Sportwissenschaft studiert. Und das war für mich so schon ein sehr großes Vorbild, auch weil er seine Reichweite optimal genutzt hat, einen guten Jab hatte und die Leute einfach, wenn es gepasst hat, zugeschlagen hat und dann sind sie runtergegangen. Und das war dieses Smarte, was er hatte und dieses Charmante hat mich sehr positiv einfach so motiviert, dass man nicht immer asozial sein muss, dass man nicht immer dumm sein muss als Boxer, sondern dass man smart, intelligent und stark zugleich sein kann. Finde ich sehr und ich hatte einen Crush auf ihn. Ich fand ihn echt sehr heiß. Bis heute. Und dann habe ich ihn zum ersten Mal getroffen und ich so, hallo? Ich habe keine Sorgen rausgekriegt. Was waren eigentlich deine Faktoren? Was hat dich anders gemacht, dass du Weltmeisterin geworden bist? Ja, auch, dass ich mir selber kein Limit gesetzt habe. Ich habe nicht vor irgendwelchen Aufgaben, wie zum Beispiel, ja, wenn ich manchmal Leute trainiere, sagen die immer, ich kann das nicht, ich schaff das nicht. Woher willst du es wissen? Probier's und dann sag mir, ob du es nicht schaffst. Und dieses Limit habe ich nie in meinem Kopf gehabt. So, ich dachte mir immer, wenn die das schaffen, schaffe ich das erst recht. So habe ich immer gedacht. Auch wenn man mal einen schlechten Tag hat, das ist ganz normal, davon darf man sich aber nicht runterziehen lassen. Wenn du 80% gut machst und 20% nicht so, dann überwiegen diese 80% immer noch. Aber Menschen sehen immer diese 20%, die negativ sind, sehr, sehr gerne. Und deswegen darf man sich manchmal nicht aus dem Konzept bringen lassen. Und ich habe nie Angst vor gar nichts. Ehrlich nicht. Auch nicht vor Schlägen, auch nicht vor Heavyweights. Ich mache mit sehr vielen schweren Jungs einfach immer Sparring. Und ich denke mir so, ich habe die Technik, ich habe die Skills. Ich kann das schon irgendwie ein bisschen handeln. Da muss man schon mutig für sein. 2019 hattest du deine einzige Niederlage. Wie bist du damit umgegangen? Das war einer der krassen Momente überhaupt. So eine Niederlage nach so vielen Jahren. Ich kannte immer nur die andere Seite als Gewinner. Wenn dein Arm hochgeht und jeder schreit nach dir und jeder sagt, wow, du bist der Champ. Und dann auf einmal gehst du runter und keiner ist da, außer deine Eltern gucken dich an und sagen so, ey, alles gut. Und ich denke mir so, wow, krass. Und da ist sehr viel auch bei mir gebrochen, so, weil das war schon kein leichter Moment. Ich wollte erstmal nichts mehr vom Boxen hören, nichts mehr sehen. Ich dachte mir, wofür das Ganze? Ich bin schlau genug, ich mache andere Sachen, werde ich genauso erfolgreich. Aber diese Liebe zum Sport habe ich nie verloren. Das war immer so eine Zeit lang weg, aber die kam wieder. Und dann bin ich trotzdem wieder ins Gym gegangen. Und dann habe ich wieder diese Leidenschaft entdeckt. Ja, das war, meine olympische Story war auch ganz fancy. Es gab natürlich eigentlich eine andere Nummer 1, Sarah Scheurich war das, in der Gewichtskategorie bis 75 Kilo. Und ich wurde halt extra dazugezogen. Deutschland wollte eine Medaille haben bei Olympia. Da dachte ich mir, okay, kann ich regeln. Dann musste ich erstmal die Nummer 1 von Deutschland schlagen. Habe ich 2 Mal hintereinander gemacht. Dann durfte ich mich für Olympia qualifizieren. Dann kam Corona, also das war in der Corona-Phase. Und ich musste mich impfen lassen, damit ich nach Paris fahren darf, zur Qualifikation. Ja, dann bin ich durch die Impfung krank geworden und 10 Tage später war die Qualifikation und dann habe ich natürlich mit Ach und Krach gekämpft, das irgendwie so über die Bühne bringen wollen. Ich habe es aber nicht geschafft, weil ich einfach 10 Tage davor wegen der Impfung krank war und da nicht Gas geben konnte und meine Lunge einfach wie aus der Hölle gebrannt hat. Das wissen halt die wenigsten und die meisten versuchen mal zu urteilen, so ja, siehst du, die hat es nicht geschafft. Leute, ihr wisst gar nicht, was alles dahinter steckt. So. Die urteilen immer ziemlich schnell, aber wissen nicht den Hintergrund. Viele können immer negativ reden, aber die wissen gar nicht den Hintergrund. Die sehen nur den Erfolg, aber dann, wenn Zeiten sind. Wie bewahrst du dein positives Mindset auch in schwierigen Zeiten? Klar hat man, jeder hat schwere Phasen und gerade im Kampfsport. Komm, wenn du einen Fehler machst, ist das vielleicht in dem Moment schlimm. Ein paar Freunde lästern oder so. Aber wenn ich einen Fehler mache, geht einfach das ganze Internet auf mich drauf. Und du musst mal gucken, bei meinen Kommentaren oder bei meinen Posts, wo ich verloren habe, gibt es einfach 1000 Kommentare. Alle negativ, alle böse. Und wenn du gewinnst, sind einfach 100 Kommentare, die sagen Glückwunsch. Da siehst du doch schon, die Leute lieben es zu verurteilen, drauf zu gehen, wenn irgendwas nicht passt. Ich habe mich da halt komplett von distanziert. So, wenn sowas passiert, ich habe Handy ausgemacht. Ich kann das nicht ertragen. So, ich brauchte mir das auch nicht geben, diese ganzen komischen Kommentare. Die sind ja nicht in meiner Haut. Die wissen nicht, wie das ist, Schläge zu bekommen, trotzdem zu stehen und dann sich wieder aufzurappeln und Schläge zurückzugeben. Was man als Boxer investiert, um Leute zu entertainen, ist eine andere Welt. Man muss sich immer so ein bisschen dran erinnern, woher man kommt und was man eigentlich will und wie gut man es auch hat. In Deutschland, die Leute lieben es einfach
zu meckern, sich zu beschweren, aber wissen einfach nicht, wie gut die es haben. Ey, du hast ein Dach über dem Kopf, ich habe was auf dem Teller zum Essen, was noch, ich bin gesund, was brauche ich noch? Den Rest kriege ich so hin, mit meinen Händen. Und deswegen, ich erinnere mich immer wieder, dass ich es gut habe, dass ich gesund bin, dass ich intelligent bin, dass ich wirklich was aus meinem Leben schaffen kann. Wenn du nicht dich selber limitierst und sagst, schaffe ich nicht. Warum nicht? Einer hast du schon vorgemacht. Du hast ja den lieben Simon getroffen. Ist ja ein Schlaganfall damals. Ich habe ja auch schon interviewt. Liebe Grüße an dich und natürlich Simon. Extrem. Er hat einfach so eine warme Energy, ein so, so gutes Mindset, wirklich starker Junge. Und er hat mir einfach gesagt, Christina, ich bin dankbar, dass ich leben kann. Und ich denke mir so, wow, und ich habe so dumme Gedanken in meinem Kopf und ärgere mich über so pillepalle Sachen. Und er sagt einfach, ich bin dankbar, dass ich lebe und dass ich atmen kann. Und das hat mich wirklich so fasziniert an ihm, dass er für kleine Dinge dankbar ist, weil das hast du heutzutage nicht mehr bei den meisten Menschen. Und deswegen dachte ich mir, okay, du bist innerlich so stark, wir müssen das auch nach außen bringen. Und deswegen helfe ich ihm so ein bisschen mit Boxtraining seine äußere Stärke einfach zu verbessern. Das ist sehr, sehr schön gesagt. Liebe Grüße an dich natürlich, Simon. Du bist ein sehr toller Typ und du hast uns auf jeden Fall Mehrwert mit nach Hause gebracht, weil, wie ich auch im Video gesagt hast, nur wegen deinem Schlaganfall hast du immer weiter, du hast weiter gekämpft und hast immer weiter Gas gegeben und du inspirierst mich selbst oder Christina, dass wir unsere Wege gehen und nicht für jede Kleinigkeit meckern. Das ist so unnötig. Wirklich. Es gibt viel, viel andere Sachen auf dieser Welt. Ja, Christina, was machst du aktuell? Was hast du vor? Was sind deine Pläne in der Zukunft? Klar, nach Corona wollte ich eigentlich wieder durchstarten mit dem Boxen, aber der Markt hat sich einfach verändert. Jetzt sind YouTuber besser am Start als richtige Athleten und verdienen einfach mehr Geld, wo ich mir denke so, sorry, aber ich kann tatsächlich was, ich habe wirklich was geleistet und ich soll so vor YouTubern boxen, das sehe ich nicht ein. Das ist für mich eine Demütigung, wenn ich, jeder, der in den Ring reingeht, hat Respekt verdient, aber nicht auf so eine Art und Weise. So den Sport runterzuziehen, dass richtige Athleten keine Bühne mehr finden. Und deswegen werde ich gerade nicht satt von meinem Talent, so mein Kühlschrank füllt sich nicht durch Boxen. Deswegen muss ich halt einfach andere Sachen machen. Da bin ich halt voll dankbar für, dass ich Sportwissenschaft studiert habe, dass ich mehr aus meinem Wissen machen kann. Ich kann Menschen helfen, gerade die so mit Ernährung Probleme haben oder auch Mindset. Gerade Frauen sind einfach emotionalere Wesen und ich kann denen einfach helfen, effektiv helfen. So. Sei es in der Ernährung, sei es Training. Ich mache jetzt immer zweimal die Woche Frauenboxkurse. Ich mache viel im Online-Coaching-Bereich, auch so Mentoring, was Sparkasse angeht, die als Auszubildenden. Und das ist einfach ein Mehrwert, den ich einfach feiere und was mir Spaß macht. Und wenn du dein Hobby zum Beruf machst, kannst, hast du doch gewonnen. Weil ich kann niemals im Büro sitzen und warten bis Feierabend. Das geht nicht. Ich habe zu viel Energy einfach. Nach einer Boxkarriere kann man, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, du hast selbst gesagt zu mir, wo wir telefoniert haben, einen normalen Job kannst du dir gar nicht vorstellen, so mittlerweile. Weil du hast sowieso zu viel Energy und dann normalen Job ist nichts für dich, glaube ich. Auf gar keinen Fall, weil ich habe halt auch ein Problem damit, wenn mir irgendjemand was sagen will. So. Ich kann keinen Chef über mich haben, geht nicht. Ich bin einfach zu lange selbstständig gewesen, dass ich mir von irgendwen was sagen lasse, dass das oder das zu tun oder zu lassen habe. Ich möchte gerne mein eigener Chef sein und das möchte ich einfach ausleben und machen. Da brauche ich nicht jemanden, der mir sagt, wann ich anfange und wann ich aufhöre. Ich entscheide das selber. Dann Christina, wie sieht deine Zukunft aus? Was planst du in der Zukunft? Zum Teil bin ich jetzt hier im Alpha-Team und gebe meine Kurse und es macht mir super viel Spaß. Gerade auch mein Online-Coach möchte ich ein bisschen ausbauen noch mehr. Ich weiß einfach, wie man gesund abnimmt, gerade auf Ernährung achtet. In der heutigen Zeit so Ernährung ist ein sehr, sehr großer Faktor, weil die Lebensmittelindustrie dreht gerade auch durch in Deutschland und immer mehr Leute haben Krankheiten durch Ernährung und deswegen möchte ich da viel mehr machen, weil ich einfach mit Leidenschaft dabei bin. So. Es gibt super viele Projekte, die ich machen möchte, gerade auch so Ende des Jahres mache ich eine Aktion mit der Stadt Dortmund zusammen gegen Gewalt an Frauen, was mir auch sehr, sehr wichtig ist, weil die häusliche Gewalt durch Corona ist gestiegen und immer mehr Frauen werden einfach zum Opfer in ihrer eigenen Beziehung und da mache ich halt auch viele Selbstverteidigungskursen demnächst und möchte ihnen einfach ein paar Handgriffe zeigen, wo die einfach kein Opfer mehr sein müssen. Dass du dich vorbereitest, wenn was passiert, dass du ready bist und handeln kannst und nicht überrascht wirst. Das möchte ich einfach weitergeben. Was gibst du der neuen Generation mit, den Nachwuchs? Boxerinnen oder Boxer. Was sind so deine Tipps zum Abschluss nochmal für die neue Generation? Der neuen Generation, gerade viele Athleten kommen immer zu mir und sagen, hey Christina, hast du einen Tipp dafür, einen Tipp dafür. Ich helfe sehr, sehr gerne Athleten, weil ich einfach weiß, wie hart es ist, wie viel Energy du da rein, wie viel Leidenschaft du da reingeben musst. Man muss einfach an sich selber glauben
und sich nicht von anderen Leuten abbringen lassen, die sagen, hey, das schaffst du nicht. Warum schaffst du das nicht? Nur weil du das sagst oder was? Dann erst recht, das muss deine Motivation sein. An sich selber glauben, aber auch nicht die Bildung vernachlässigen, weil Sport ist irgendwann vorbei, aber was machst du danach? Dein Leben geht ja weiter. Das ist ja nicht so, dass du ab 30 nicht mehr weißt, was zu tun ist, so, sondern da ist dein Leben noch voll, da ist doch alles mittendrin, so. Sich darauf vorbereiten, dass das Leben auch weitergeht ohne Profisport, darauf muss man sich vorbereiten. Deswegen ist Bildung wichtig, egal ob es Abitur ist, egal ob es Ausbildung ist, egal ob es Studium ist, mach das zu Ende, zieh das durch, weil im Sport, du verletzt dich heute, morgen weißt du nicht mehr, was du zu tun hast. Und die sagen dann, verpiss dich, was willst du hier? Du bist nichts mehr wert, weil du nichts mehr leisten kannst. Und deswegen muss man sich selber schützen und sagen, hey, ich mach das. Wenn ich mich verletze, dann habe ich wenigstens noch einen Joker in der Hand. Und dann fällst du einfach nicht so tief. Weil wenn du einmal in diesem Zirkel drinne bist, dann geht es ganz schnell abwärts. Und das wünsche ich einfach niemandem. Deswegen gebe ich immer wieder so Athleten voll gerne Tipps, damit die nicht auf irgendwelchen komischen Berater reinfallen. Und heutzutage, wenn du die richtigen Leute nicht kennst, du hast ganz oft keine Chance im Sport. Und das tut mir einfach immer leid, weil Sport muss einfach Sport sein. So du oder ich, eins gegen eins, wer ist stärker? Aber heutzutage ist das nicht mehr so. Es ist viel Politik geworden und deswegen ist das für mich immer so der bittere Beigeschmack. So. Aber dennoch muss man auch dankbar für diese schlechten Momente sein, weil die haben mich wirklich dazu gemacht, dass ich so stark bin. Deswegen kann ich hier heute auch sitzen und sagen, hey, so und so. Wenn ich daraus nicht gewachsen oder nicht gelernt hätte, dann wäre ich vielleicht woanders. Und deswegen, für gute und schlechte Tage muss man dankbar sein. Alles sei ein Prozess. Das kommt nicht von heute auf morgen. Es hat auch bei mir sehr, sehr lange gedauert, bis ich bestimmte Sachen loslassen konnte. Ich möchte einfach glücklich leben, mit einem positiven Mindset, leicht durchs Leben gehen, nicht mit schlechter Laune meckern. Ich habe da keine Lust drauf. Ich möchte einfach entspannt durch die Welt gehen und glücklich sein. Das war's. Das war's. Sehr, 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 sehr schön gesagt, Christina. Sehr, sehr schön, meine Lieben. Deswegen danke ich, Christina, dass du da warst. Danke dir auch, mein Lieber. Ich danke dir, dass du da warst, Christina.